Wir wissen, wer ein sicheres Leben führen will, der braucht innere und äußere Sicherheit, der braucht soziale Sicherheit, der braucht ökonomische Sicherheit, der braucht ökologische Sicherheit, sichere Arbeitsplätze, eine sichere Rente, sichere Gesundheitsversorgung, sichere Bedingungen für die Wirtschaft und einen modernen und krisenfesten Staat. Drei Beispiele dazu. Für uns ist klar, dass wir für die Menschen ein freies und sicheres Land wollen. Deshalb dürfen wir keine rechtsfreien Räume dulden und wir müssen unsere geopolitische Handlungsfähigkeit nach außen stärken. Das leitet uns. Zweitens, für uns ist klar, dass wir für die Menschen eine Gesellschaft wollen, die zusammenhält. Eine Gesellschaft, die einen inneren Zusammenhalt findet. Und deswegen müssen alle, die hier in Deutschland leben, unsere Regeln und ohne Wenn und Aber auch die Kultur unseres Miteinanders in Deutschland akzeptieren. Ohne Wenn und Aber. Und meine Kollegin Dorothea Schopelius, die begleitet diesen CDU-Parteitag in Berlin. Und sie hat auch mit Henrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, gesprochen. Hören wir mal rein. Tag 2 der 3 Parteitage der CDU hier in Berlin und heute wird das lang erwartete Grundsatzprogramm vorgestellt. Es hieß, es soll eine zumindest ein bisschen eine Abwendung von der Angela Merkel-Ära werden. Eine konservativere Zeit sollte anbrechen rund um Friedrich Merz. Aber ich möchte nachhaken und nachfragen bei Henrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Wüst, schön, dass Sie hier sind. Sie sind sicher davon ausgegangen, dass diese Frage kommt, aber kurz vor dem Parteitag haben Sie noch mal angesprochen, wie gut Ihre Koalition mit den Grünen funktioniert und dass Sie sich das durchaus auch auf Bundesebene vorstellen können. Der Generalsekretär Ihrer Partei allerdings, der sieht das ganz anders. Das ist ein Widerspruch. Nein, das ist überhaupt kein Widerspruch, dass die Union im Deutschen Bundestag sich an dieser Bundesregierung reibt. Das ist schlicht ihre Aufgabe und sie hat jedes Recht dazu, denn die Ampel funktioniert einfach nicht gut. Und daran sind alle Beteiligten in gleicher Weise schuld in der Ampel. Insofern ist das was völlig Unterschiedliches. Ich werbe einfach dafür, dass wir uns um uns selber kümmern, dass wir Antworten geben auf die Herausforderungen dieser Zeit, dass wir den Menschen sagen, wie wir Deutschland besser in die Zukunft führen wollen und überhaupt nicht über Koalitionsdinge da lange rumdebattieren, anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl. Wir wollen ein starkes Ergebnis für die Union und dann werden wir schon einen Partner, eine Partnerin finden aus dem demokratischen Parteienspektrum. Es ist besser, man hat verschiedene Möglichkeiten. Das ist absolut richtig und es ist auch zu früh, um wirklich über Koalitionspartner zu sprechen. Aber in der Bevölkerung waren viele überrascht darüber, dass die Grünen auch auf Bundesebene eine Option sein könnten, zum Beispiel sichere Herkunftsländer, Migrationspolitik. Wo könnte man da einen Kompromiss finden mit den Grünen? Na, ich glaube, die Grünen erkennen da, wo sie vor Ort in den Ländern, in Kommunen Verantwortung tragen, schon, dass Migration einfach eine riesen Herausforderung ist. Nach Nordrhein-Westfalen kommen jeden Monat 5.000 Menschen, jeden Monat on top auf 100.000 in den letzten Jahren, auch und insbesondere aus der Ukraine. Die Leistungsfähigkeit, die Integrationsfähigkeit von Kommunen, Kitas, Schulen ist am Limit. Das erkennen ja auch die Grünen vor Ort. Deswegen müssen sich die Grünen im Bund da auch bewegen. Wir müssen stark bleiben, um den Schwachen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, zu helfen. Natürlich muss es da Bewegung geben, damit das überhaupt noch funktioniert. Das heißt, Sie glauben an eine Einsicht bei den Grünen bezüglich Migrationspolitik? Ich hoffe, dass die Bundesregierung sich den Realitäten stellt. Wenn die Parteien der Mitte dieses Thema nicht gelöst kriegen, wenden sich die Menschen den Rändern zu. Das kann ja wohl nicht im Interesse sein. Herr Wüst, lassen Sie uns noch über ein anderes wichtiges Thema sprechen. Israel, hier auch angesprochen worden als Leitkultur. Und wir hatten auch gerade hier in der Sonnenallee viele Demonstrationen, wo das Kalifat gefordert wurde. In NRW der Islamismus auch ein großes Problem. Reul hatte gefordert, Muslim interaktiv zu verbieten. Was wären hier die nächsten konkreten Schritte? Was tun Sie gegen den Islamismus? Gegen den natürlich aktiven Islamismus. Wer ein Kalifat fordert, hat in Deutschland nichts zu suchen. Der Islam, 5 Millionen Muslime in Deutschland, ist Teil unserer Realität. Das hat vor 20 Jahren schon Wolfgang Schäuble gesagt. Aber der Islamismus, der ist es nicht. Und das müssen wir auch immer wieder klar machen und daraus Konsequenzen ziehen. Das heißt, aggressiv islamistische Vereinigungen auch verbieten. Es kann nicht sein, dass die hier tun und lassen, was sie wollen und unsere Demokratie aushöhlen. Und dazu gehört auch, dass wir das Existenzrecht Israels garantieren, das ist Staatsräson. Das müssen wir von jedem, der hier mit uns in Deutschland zusammenleben will, erwarten.
Das Existenzrecht Israels ist natürlich fest in Deutschland. Die jetzige Regierung hat aber durchaus ein ambivalentes Verhältnis zu Israel. Wie schätzen Sie denn die Politik von Annalena Baerbock ein? Und inwieweit unterscheidet sich hier auch der Zugang Außenpolitik Israel der CDU zu der Außenministerin Annalena Baerbock? Ich würde nicht so weit gehen, ihr da gleich Ambivalenz vorzuwerfen. Ich glaube, die Bundesregierung lässt es auch nicht an Solidarität mit Israel vermissen, dass in der Außenpolitik gelegentlich auch in Schattierungen gesprochen wird. Das gehört zur Diplomatie mit dazu. Das will ich ausdrücklich anerkennen. Wir dürfen allerdings nie Zweifel lassen, an welcher Seite wir stehen. An der Seite des Staates Israel. Wie steht denn die CDU dann zum Beispiel zu Hilfsgeldern für palästinensische Hilfswerke, die ja jetzt wieder gezahlt wurden? Eine Weile lang sind sie ausgesetzt worden. Es muss ausgeschlossen werden, dass diese Gelder irgendwie in Terrorfinanzierung fließen. Aber natürlich muss man den Menschen in Gaza helfen. Da herrscht schlimme Not. Man muss immer den Menschen sehen, wenn es um Hilfe geht. Aber dazu muss eben auch klar sein, dass nicht Terrorfinanzierung damit indirekt geleistet wird. Das muss klar sein, wo immer Geld herkommt, ob aus EU-Kassen, aus Kassen der Bundesrepublik Deutschland. Das sind wir schon den Steuerzahlern, aber auch unserem eigenen Anspruch schuldig. Kommen wir von Migration Israel noch kurz zur Energiepolitik. NRW hat einen schnellen Kohleausstieg hingelegt. Ist die Energieversorgung gesichert oder kommt diese teilweise jetzt doch auch aus dem Ausland? Es kann keinen Ausstieg ohne Einstieg geben. Da, wo wir Verantwortung tragen, in Nordrhein-Westfalen beim Ausbau der Erneuerbaren, das ist unsere Zuständigkeit, da haben wir planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen. Da kommen wir sehr, sehr schnell voran, so schnell wie kaum ein anderes Land in Deutschland. Aber wir brauchen eben auch Grundlast. Wir brauchen moderne Gaskraftwerke, die später mit Wasserstoff laufen, die für Grundlast sorgen. 365 Tage, 24 Stunden, egal ob die Sonne scheint oder der Wind weht. Und da ist die Bundesregierung aufgerufen, eine Kraftwerkstrategie aufzustellen, die das gewährleistet. Das, was wir bisher sehen in Eckpunkten, reicht dafür nicht. Nur 10 neue Kraftwerke für ganz Deutschland ist nicht ausreichend. Herr Wüst, ich muss Sie fragen, Sie sind ein sehr angesehenes Mitglied dieser Partei. Wenn man sich die Umfragewerte in der Bevölkerung anguckt, sieht man, dass der Großteil sich wünscht, dass Sie der Kanzlerkandidat werden und nicht Friedrich Merz. Herr Wüst, wollen Sie Kanzler werden? Das ist eine charmante Art, das zu fragen. Wir haben uns verabredet, die K-Frage in der Union im Herbst nach den Wahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg zu klären. Und ich habe genug Arbeit in Nordrhein-Westfalen. Genug Arbeit in Nordrhein-Westfalen. Die Frage aber noch offen, sagt Henrich Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Wir befinden uns hier am zweiten Tag der 3 Parteitage der CDU. Heute wird über das Grundsatzprogramm entschieden. Es ist das 4. Grundsatzprogramm und das 1. nach der Angela Merkel-Ära 2007. Und ich gebe zurück zu euch ins Studio. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.